Das unabhängige und eigenständige Multimediahaus im Mittelland. ZT Medien AG. Vielseitig kommunizieren. Antoni Rui, ein schwieriger Hockeyabend heute für eine Nationalmannschaft. Nach 2 Minuten und 7 Sekunden war man schon mit 0-2 hinten gewesen. Und nachher ist es eigentlich lang gegangen, bis die Nationalmannschaft eine Reaktion zeigen konnte. Wie ist so die Gefühlslage momentan bei dir nach dem Match? Ja, eben, ganz klar ein Foulstart. Und dann müssen wir aufwachen. Ich meine, wenn du so mit 2 Goal Hindernis hinter bist, ist es dann alles schwieriger und musst den Gameplan ein bisschen ändern. Und das haben wir gemacht, glaube ich. Aber ja, am Schluss hat es gleich nicht gelangt. Im dritten Drittel sind wir eigentlich super zurückgekommen. Wir konnten sofort den Anschlusstreffen machen. Aber gleich hat man es irgendwie nicht auf die Reihe gebracht, dass wir den Ausgleich können suchen. Was ist gelegen, dass wir dann gleich nicht mehr reagieren können? Ja, eben, wie gesagt, wir wollen hart kommen. Das war unsere letzte Chance. Gewesen. Und wir sehen, wir machen jetzt gute 20 und wir haben alles gegeben. Wir waren näher dran gewesen, oder wir hatten gute Chancen gehabt. Aber dann ist es immer so, wenn es so knapp ist, entweder machst du eins und dann läuft es dir oder bekommst du eins. Leider ist es das schlechte von den zwei Szenario passiert. Aber jetzt müssen wir vorher schauen und Mittwoch wieder in eine gute Leistung anbringen. Serie steht jetzt 2-2 unentschieden, jetzt kommt wieder ein Heimspiel. Und jetzt müssen wir dort aber mal für Klarheit sorgen. Auch da hat man jetzt immer ein bisschen Mühe gehabt, Goals sind dann gleich für eine Nationalmannschaft geht. Was ist wichtig für das Heimspiel jetzt am Mittwoch? Ja, weiterhin kämpfen. Ich meine, wir wissen, es wird keine einfache Serie und es ist auch spannend und wir haben gesehen, es liegt ein kleine Details bei jedem Spiel und heute ein Foulstart, letztes Mal viel Strafe für Langenthal und eben weiterhin Drecksarbeit machen, jedes Spiel und das einfach, den Punkt einfach holen, den nächsten.